Wir zeigen dir heute 10 Fehler, die wir beim Ausbau gemacht haben. Genau, und die du deswegen nicht mehr machen musst, weil du dieses Video gesehen hast. Dann kommen wir auch zum ersten Fehler, den wir gemacht haben. Wir haben nämlich damals beim Ausbau nur dieses obere Fenster eingebaut und wir dachten, das würde zum Durchlüften reichen. Aber wenn es regnet, müssen wir dieses Fenster ja zumachen. Und wir haben zwar super viele Fenster hier drin, aber die kann man ja nicht öffnen. Genau, und da hatten wir noch dieses Fenster hier nicht. Und das haben wir jetzt vor einem Jahr circa nachträglich eingebaut. Und das kann man dann quasi einfach hier auch nur so halb öffnen. Und wenn es regnet, können wir hier mal ein bisschen durchlüften. Gerade an Regentage, wenn wir hier drinnen kochen. Ja, und was wir vielleicht noch in Zukunft nachrüsten möchten, ist auch hinten ein Fenster einzubauen, was man noch öffnen kann. Dann ist hier drin auch natürlich viel besserer Durchzug, gerade an warmen Tagen. Kann man dann halt einfach viel besser lüften, wenn man vielleicht auch gerade nachts nicht unbedingt mit der Tür offen schlafen möchte. Wenn man sich nicht wohlfühlt, hat man wenigstens trotzdem so einen kleinen Durchzug. Tipp Nummer 2, ein gutes Wassersystem. Wir haben 110 Liter Wasser dabei und haben das auf verschiedenen Kanistern ringsherum im Auto verteilt, damit wir die Balance finden. Wir haben uns einfach nicht rangetraut und haben uns das nicht zugetraut, Wasserkanister für Zu- und für Abwasser unter dem Auto zu verbauen, was aber eigentlich gar kein großes Problem wäre. Das würde ich beim nächsten Van-Ausbau besser machen. Da würde ich einfach einen großen Zukanister unterm Auto verbauen und auch den Abwasserkanister. Vorteil dessen ist einfach, dass man ja nicht alle 2-3 Tage Wasser auffüllen muss, so wie wir das momentan machen, und man schafft sich halt auch mehr Stauraum im Auto. Was uns dann jetzt nämlich auch zu Punkt 3 bringt. Ja, und da wären wir bei Punkt 3, und zwar mehr Stauraum einbauen. Wir haben am Anfang gedacht, wir brauchen gar nicht so viel Stauraum, weil wir minimalistisch unterwegs sind. Aber letztendlich hat sich jetzt im Nachhinein festgestellt, dass wir doch zu wenig Stauraum haben. Wir schleppen noch immer unsere Elektronik, unser Wäschekorb von vorne nach hinten und das nervt uns. Wir haben noch keinen richtigen Platz dafür gefunden. Wir haben aber sogar schon was dazu gebaut. Wir hatten ganz am Anfang diesen Schrank gar nicht. Dann haben wir hier im Bad noch unseren Kosmetikschrank dazu gebaut und die Schränke da hinten haben wir auch noch vergrößert. Reicht aber immer noch nicht. Wir sind natürlich trotzdem happy, dass wir hier genug freien Platz haben. Das ist uns trotzdem wichtig. Wir können natürlich hier auch noch Schränke bauen, aber wir wollen diese offene Atmosphäre natürlich noch beibehalten. Haben jetzt eine Idee, wie wir vielleicht noch ein bisschen Stauraum dazu kriegen. Das zeigen wir euch aber dann irgendwann mal, wenn wir damit zufrieden sind und wir das fertiggestellt haben. Baut euch eine Toilette ein. Nee, ganz im Ernst. Also draußen pinkeln geht ja hin und wieder mal, aber es kann vorkommen, wenn ihr länger mit dem Van unterwegs seid, dass ihr irgendwo stehen werdet, wo man nicht draußen pinkeln kann, nämlich in der Seitenstraße zum Beispiel. Oder dass man sein Geschäft nicht vergraben kann, wenn man auf steinigem Grund steht. Dann kann es ja auch mal sein, dass es regnet oder super windig ist. Es ist morgens um 5, ihr müsst auf Toilette und eigentlich danach weiterschlafen. Und ja, man geht aber raus, es regnet und man ist einfach hellwach. Alles sehr ungemütlich. Wir haben uns eine Toilette eingebaut, und zwar eine Trockentrenntoilette, die Festes und Flüssiges trennt. Und deswegen kommt es schon weniger zu Gerüchen. Aber wir haben keinen Lüfter eingebaut, weil wir dachten, wir brauchen das nicht. Jetzt stellen wir aber fest, nachdem wir ein Jahr hier Vollzeit im Van leben, dass je wärmer es wird, wir doch einen Lüfter gebrauchen könnten, weil es hin und wieder doch nach Urin riechen kann. Es ist jetzt nicht so schlimm, es ist nicht so tragisch. Aber man riecht es hin und wieder doch ein bisschen. Also so einen kleinen PC-Lüfter für 12 Volt, den könnte man sich einbauen, um Gerüche zu vermeiden. Wir machen das aktuell mit ätherischen Ölen und mit anderen Duftstoffen, um halt den Uringeruch ein bisschen zu übertünchen. Und das funktioniert auch ganz gut. Punkt 5. Sichert eure Schränke ordentlich. Wir haben das nicht gemacht und haben uns schon ziemlich oft darüber aufgeregt. Und zwar fangen wir mal mit diesen Schränken hier an. Da haben wir diese Scharniere hier eingebaut, die aber ein Witz sind, die überhaupt gar nicht halten. Und deswegen haben wir dann ganz provisorisch hier so ein Magnet hingemacht. Und hier an diesem Griff, der Griff ist halt magnetisch, das heißt, es bleibt zwar offen. Dachten, es wäre auch ziemlich cool, die Idee. Aber wenn dann doch der andere den Schrank hier aufmacht, mit ein bisschen mehr Schwung, würde ich hier so aufmachen. Dann geht dieser Schrank zum Beispiel zu. Da stand ich auch schon mal und dann ist mir dieser Schrank auf die Nase gefallen. War sehr schmerzhaft. Würde ich nicht empfehlen. Deswegen haben wir uns jetzt so Gasdruckscharniere bestellt und die wollen wir hier einbauen, damit man das dann quasi hoch macht und es auch dann ordentlich hält.
Ja, an unseren Schubladen haben wir Kugelschnapper dran gemacht. Wir dachten, das wäre eine super coole Idee, aber es hält irgendwie nicht. Das heißt, öfters, wenn wir fahren und die Straßen sehr rüttelig sind, dann gehen die Schränke oder die Schubladen vor allem, auf. Deswegen haben wir uns überlegt, die einfach nochmal doppelt zu sichern. Und zwar mit einem extra Haken. Den haken wir dann quasi hier rein. Und somit ist es nochmal viel schwerer. Das heißt, die Schubladen gehen dann quasi ein bisschen auf. Aber durch den Haken ist das das Maximale, wie sie sich öffnen während der Fahrt. Und das ist okay. Deswegen lassen wir das jetzt auch erstmal so und sind jetzt erstmal happy. Die Schränke hier unten hingegen, die halten super mit den Kugelschnapper. Da geht nichts auf während der Fahrt. Ja, auf der anderen Seite der Küche haben wir die Sache sehr gut mit diesen Metallriegeln gelöst. Die halten zum Beispiel sehr, sehr gut. Da unten ist auch unser Kühlschrank. Das schieben wir dann einfach während der Fahrt zu und da passiert dann auch nichts mehr. Können wir auf der Seite aber nicht machen, weil man halt hier so ein Gegenstück halt braucht, um das Ganze festzumachen. Ja, wir haben gehört, dass Pushlock-Knöpfe eine sehr gute Wahl sein sollen, um die ganzen Schränke festzumachen. Tipp Nummer 6. Baut euch eine Standheizung ein. Wir werden es diesen Sommer auch machen. Wir haben nämlich gemerkt, auf dem Weg in den Süden, da ist es gar nicht so warm, wie man häufig denkt. Also auch da gibt es Minusgrade, auch da regnet es und es ist so ungemütlich, wenn man in den Van kommt nach dem Spaziergang, man ist ein bisschen nass geworden und der Van ist einfach kalt, die Klamotten werden nicht richtig trocken, das Geschirrtuch trocknet nicht, das ist teilweise, am Abend haben wir abgetrocknet, am nächsten Morgen war es immer noch nass. Ja, und wenn wir morgens aufwachen, um ja, aufzustehen, ist es halt manchmal einfach kalt und es ist nicht so schön. Deswegen, ja, hatten wir nicht so viele Tage, an denen wir das gebraucht hätten, aber trotzdem wollen wir uns eine Standheizung einbauen, weil es gab sicherlich genug Tage, an denen wir uns die Standheizung morgens auch mal angemacht hätten. Tipp Nummer 7 ist, mach den Van nicht zu dunkel. Aber das ist unser Geschmack, also es ist Geschmackssache. Wir hatten nämlich unseren ersten Van sehr dunkel gestrichen und der ganze Ausbau war etwas dunkler, auch sehr gemütlich, aber im Nachhinein, wo wir dann den Van das zweite Mal ausgebaut haben, haben wir gemerkt, dass wir die hellen Farben viel, viel schöner finden. Gerade an Regentagen. Es ist viel gemütlicher, die Räume wirken viel, viel größer. Deswegen würde ich mich dann immer wieder eher für helle Farben entscheiden. Tipp Nummer 8. Eine genügend große Batterie. Wir betreiben einen Kühlschrank, wir laden Laptops, Kamera, Handy etc. auf. Und am Anfang hatten wir eine zu kleine Batterie, auch nicht eine richtige gute Batterie, sondern eine von den günstigen AGM-Batterien. Die haben wir natürlich nicht groß genug bemessen und sie deswegen überlastet, woraufhin sie dann nach 2 Jahren den Geist aufgegeben hat. Das hat sich dadurch gezeigt, dass der Kühlschrank nachts einfach ausgegangen ist und erst irgendwann mal mittags, als genügend Strom wieder durch Solar gekommen ist, eben wieder angegangen ist. Jetzt haben wir eine Lithium-Batterie mit 150 Ampere und die ist niemals unter 80% gewesen in den letzten 9 Monaten. Und ja, damit sind wir sehr zufrieden und das Stromproblem ist ein für alle Mal gelöst. Kleiner Zusatztipp an der Stelle, baut euch genügend Steckdosen und USB-Steckdosen auch an. Wir haben welche, die sind alle hier im Wohnraum, aber ich hätte ganz gerne noch welche unter der Sitzbank zum Beispiel, um nachts die Kamera laden zu können, ohne dass die halt quasi ja, im Wohnbereich liegt und wir zum Beispiel kochen oder sowas oder abends, wenn wir schlafen, dass es halt einfach ein bisschen ordentlicher aussieht. Da könnten wir 2, 3 Steckdosen mehr gebrauchen. Da sind wir auch schon bei Tipp Nummer 9. Und zwar geht es darum, die richtige Farbe zu wählen. Man glaubt es nicht. Man denkt, das ist zwar kein richtiger Tipp, aber wir haben es falsch gemacht. Wir hatten am Anfang unsere Küche mit irgendeiner Schönfarbe bestrichen, aber haben nicht daran gedacht, dass natürlich Spritzflecken oder irgendwelche Flecken mal dran kommen und wir das halt auch abwischen müssen. Genau, also haben wir das Ganze dann nochmal gestrichen mit einer schönen Lackfarbe. Das sind so extra Küchenlack- oder Badlackfarben, die lassen sich super abwischen. Haben wir bei der Wand nicht gemacht, da haben wir einfach normale Wandfarbe genommen. Ja, und da kann man halt sehen, dass dann da jetzt mit der Zeit ein paar Flecken dazugekommen sind, die wir nicht abwischen können. Das müssen wir dann irgendwann mal auch ändern. Tipp Nummer 10, unser letzter Tipp. Hat quasi auch was mit der Küche und mit dem Stauraum und mit allem drum und dran zu tun. Wir haben uns am Anfang nicht getraut, einen fest installierten Gasofen einzubauen, weil man natürlich auch eine Gasprüfung machen muss und das alles auch ein bisschen kompliziert ist.
Mittlerweile haben wir da mehr Ahnung und auch mehr Erfahrung. Wir würden einfach einen fest installierten Gasofen, Gasherd hier einbauen lassen, der versenkbar ist, beziehungsweise wo man einfach einen Deckel zuklappen kann, um hier diese Arbeitsfläche zu behalten. Und wir hätten theoretisch ja einfach hier unten viel mehr Stauraum. So, weil tagsüber, wenn wir das hier nicht brauchen, dann ist hier halt einfach gar nichts. Aber hier unten ist halt ja sehr viel blockiert durch unsere zwei Gaskocher, die wir hier drin haben. Von daher würden wir ja das nicht als Fehler in dem Sinne betrachten, weil das geht auch so. Aber trotzdem würden wir das im nächsten Van anders lösen. Hier kommt aber noch ein kleiner Zusatz-Pro-Tipp. Und zwar, wir lieben es sehr gemütlich und wir finden aber unsere Leuchten hier drinnen nicht so gemütlich. Gerade wenn es abends dann dunkel ist und wir dann das Licht anmachen, dann ist es immer so bam, ist ein bisschen zu hell und irgendwie zu kühl. Deswegen nutzen wir das auch ziemlich selten, aber zum Glück haben wir hier so dimmbare Lichter und die kann man auch ein bisschen dunkler und heller stellen. Und da haben wir auch so ein paar Magnete überall dran gemacht, dann können wir das halt dann hier so dran machen, hier anmachen. Davon haben wir glaube ich 3 Stück und dann ist das auch gemütlich. Aber wäre natürlich cooler, wenn auch das feste Licht gemütlicher wäre. Ja, wir hoffen, euch hat das Video gefallen und es waren Tipps dabei, ja, die euch Zeit ersparen. Genau, und falls euch das Video gefallen hat, dann wisst ihr, was zu tun ist. Lasst uns einen Daumen da, kommentiert das Video gerne, gebt noch weitere Tipps unter den Kommentaren, das ist natürlich auch sehr cool. Das wäre mega cool. Von euch noch ein paar Tipps zu erfahren, was ihr vielleicht anders machen würdet oder ja, was ihr genauso machen würdet. Genau, dann ja, wollte ich nur sagen, wir leben mit all diesen Fehlern, also man sollte Fehler machen, man kann auch Fehler machen und man lernt ja nichts. Hoffen wir mal, dass jetzt nicht kaputt ist. Könnt mich aufregen, Leute. Also ihr müsst da an diesem Ast, da wo sich das spaltet, da in der Mitte ist sie. Ja, ziemlich hoffnungslos das Ganze aus. Die Männer stehen da, überlegen, aber mit der Konstruktion wird es nichts. Es ist doch höher als gedacht. Also im besten Falle fällt die Drohne in die Tüte. Wir gucken, ob Davids Plan aufgeht. So, immer noch schwerer als wir dachten. Wir versuchen jetzt hier so langsam uns hoch zu klettern mit den Bambusstäben, aber es ist so hoch. Bleibt gespannt. Schieb hoch. Ja, du bist genau unten drunter. Genau, ja. Ja, 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 da ist sie. Ja, ja, ja. Pass auf, pass auf. Oh, ich habe gar nicht gefilmt von der Aufregung. Okay, sie ist jetzt ein ganzes Stück gefallen. Das sieht man jetzt auf der Kamera natürlich nicht. Aber mal gucken, ob ich es ansehen kann. Sie sitzt da. Und sie war irgendwo da oben. Schaut mal, wie hoch dieser Ast ist, den wir gebaut haben. Oh mein Gott, wir haben die Drohne! Scheiße, das hat sie gefilmt, wie sie runtergestürzt ist. Jetzt ist sie fast noch gefallen. Jetzt müssen wir nur gucken, ob es noch heil ist. Lieber mal ein bisschen weg von den Bäumen. Stehst du da nicht direkt unterm Baum? Hey. Es gibt's nicht, sie funktioniert noch. Woohoo! Geilo! Wie geil ist denn das? Ja. Das ist geil. Pass auf, da hinten ist ein Baum. Oh mein Gott, ich bleib schon stehen. Boah, wie krass war das denn, oder? Also was eine heftige, krasse und anstrengende Rettungsaktion. Falls euch das mal passieren sollte, Tipp 1, Bambusstäbe sind richtig gut. Ja, wir waren ungefähr auf 20 Metern und haben dann die Drohne gerettet. Einfach viel zu krass, dass die überhaupt noch fliegt. Da bin ich echt mega happy. Und ich bin auch mega happy, dass überhaupt kein Person- oder Sachschaden passiert ist, weil ja, so ein Ding kann ja auch einfach mal gegen einen Baum
knallen und dann irgendwo runterfallen, jemanden verletzen. Sollte das mal passieren, bin ich total froh, dass unsere Drohnenhaftpflichtversicherung bei helden.de ist. Inklusive der Privathaftpflichtversicherung zahlen wir da gerade ungefähr 6 Euro im Monat. Und ja, falls ihr auf der Suche nach einer guten Privathaftpflicht- und Drohnenhaftpflichtversicherung seid, dann schaut doch mal in den Links in der Videobeschreibung nach. Da habe ich euch 2 Links reingepackt. Und ja, ich zahle dafür ungefähr 6 Euro im Monat, wie gesagt. Und wenn ihr unseren Code WAGA7 benutzt, dann kriegt ihr sogar ja, einen Monatsbeitrag im Jahr dauerhaft geschenkt. So, jetzt bin ich aber raus. Muss mich ein bisschen ans Videoschneiden setzen und ja, wünsche euch einen wunderschönen Tag. Macht's gut. Tschüssi. Dieser Abschluss immer. Tschüss. Ja, wink ich. Geh ich mit der Hand vor und mach hier den da. Ja, und ich mache immer den hier. Und du machst immer den da und ich wink immer noch da. Tschüss. Also ist es halt, ne?